Leidenschaft. Es ist sanft, ein Gleiten, eine andere Dimension. Zuerst schuf Gott Mauritius, erst dann das Paradies. Aber das Paradies war nur eine Kopie von Mauritius. So schrieb schon Mark Twain. Vor 10 Millionen Jahren erhoben sich die Vulkane und erschufen sie. Die süßeste Perle des Indischen Ozeans. Für manche ist Mauritius der letzte Zeuge des sagenumwobenen Lemurien, jener versunkenen Landbrücke, die zwischen Afrika und Indien gelegen haben soll. Ihre Entdecker, seefahrende Araber, tauften sie Dinaarobi, verlassene Insel. Später kämpften Holländer, Portugiesen, Franzosen und Engländer um ihren Besitz. Magisch angezogen kehrt Renan immer wieder nach Mauritius zurück. Als Fotograf hat er die ganze Welt bereist. Aber nur in Mauritius findet er eine solche Vielfalt an.